Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay mit dem M4190GF, in dem Fall von MGM81 eingeschickt. Vielen lieben Dank. Und er ist hier Top-Tier. Das ist natürlich das aktuell Schöne mit leichten Panzern und dann Top-Tier zu sein. Da macht richtig Spaß. Wobei die Karte Paris nicht unbedingt die beste dafür ist. Und warum habe ich das Replay genommen? Recht simpel. Für einen leichten Panzer in kürzester Zeit macht er hier sehr viel Schaden. Und das will ich mir da eben ansehen. Mal schauen, wie er den da spielt. Ich bin mit dem leichten Panzer immer so ein bisschen überfordert. Ich fahre erstmal immer so hier raus, versuche verzweifelt irgendwas hier draußen zu spotten. Und wenn es dann nicht klappt, dann werde ich irgendwie so ein bisschen ungehalten, fahre dann vielleicht über die Mitte YOLO irgendwo rein und am Ende bin ich ja tot und habe kaum was gerissen. Deswegen ist es auch für mich schön zu sehen, wie vielleicht jemand mit einem bisschen größeren Plan als ich von einem leichten Panzer den da jetzt spielt. Der M4190 ist so ein Panzer, der durch das neue Matchmaking unfassbar profitiert. Aber eine Su sollte trotzdem ein bisschen fürchten. Denn die HE-Granaten machen auch an ihm schon ein bisschen Rums. Aber er piekt hier immer ganz minimal raus. Gibt der Su kaum Chancen zu schießen. Jetzt hat sie auch geschossen. Und er kann hier weiterhin auf die draufhalten. Vielleicht ein bisschen zu hoch am Aimen. Ich würde ein bisschen unten gehen, aber das funktioniert schon alles. Und da hat er jetzt die Su rausgenommen. 870 Damage allein für sich. Sehr schön den Start begonnen. Also, da haben wir schon mal den ersten Tipp gesehen. Einfach in die Mitte hier mal reinfahren, ein bisschen was spotten. Entweder euer Team kann da was machen oder ihr. Aber nicht selbst dabei zu offensiv agieren. Weil, wenn er jetzt ein bisschen weiter rausgefahren wäre, dann hätte das jetzt ganz schnell auch blöd für ihn ausgehen können. So, in der Mitte ist hier noch ein Oni. Aber der ist ganz weit weg und da muss er auf die andere Munition umladen. Und man hat es ganz schön gesehen, da ging das Pingen auf beim Umladen der Granaten und es kam Intuition und sofort die richtige Granate dann am Start. Also, sehr schön zu sehen, wie dieser Perk denn funktioniert und was er bringen kann. In dem Fall war es ideal, dass er die Granate so schnell am Start hatte. So, der Oni kann hier gar nichts machen. Der sieht ihn nämlich einfach nicht. Und jetzt hat er den raus. Und jetzt gibt es die nächste Granate, die nächste Premium-Granate noch für die 2. Und ich denke mal, er wird jetzt umladen. Nee, doch nicht. Er bleibt jetzt hier auf Premium. Da bräuchte es gar nicht. Da könnte er jetzt schon wieder mit normal schießen. Aber beim Oni, da wäre es einfach ansonsten zu hart gewesen. Und hier den letzten Blind, aber der hat nicht mehr funktioniert. Trotzdem aber schon 2800 Damage und das gerade nach 2 Minuten 30 Playtime. Also es läuft einfach perfekt für ihn. Kann man nicht anders sagen. Und jetzt macht er das, was ich so gerne mache. Hier versuchen, das Feld irgendwie zu spotten und da was zu sehen. Den Type 58 kann er leider nur ketten erstmal, aber jetzt hat er den nächsten Schuss, der steht da immer noch und ja, da war es auch schon erledigt. T-34-85M ist hinterhalb des Walls, deswegen kommt er da gerade nicht drauf, aber vielleicht ein bisschen warten, dann könnte das schon klappen. Und jetzt hat er deine E2 und jetzt nimmt er den auch raus, nachdem er vorher den letzten Schuss nicht platzieren konnte. Ja, jetzt hat er hier in der Mitte auch einiges, auf das er da erstmal schießen kann, weil die stehen alle in der Straße und jetzt hat er genau das richtige Ziel, den WZ, der war low, den muss er als erstes wegmachen und danach den VK, das ist auch nochmal ein One-Shot, bisher hat ihn keiner auf dem Zettel, denn er ist einfach ungespottet, das ist halt das, er kann hier schießen nach Belieben, hat hier die Büsche sich gegenüber, das heißt, er wird da nicht gespottet und kann da jetzt machen, was er will, so richtig
konnte die ersten beiden Kills gar nichts dagegen machen. Der T29 wird einfach seitlich beschossen, muss aber nach vorne aufpassen. Also bestens die Situation ausgenutzt. Schamlos, aber richtig. 11:6 steht's. Und hier ist noch ein bisschen was los. 4200 Damage hat er schon auf dem Zähler. Hier die nächsten, die oben Damage battlen. T-34-85. So, der ist jetzt raus. Und der Japano-Tiger. Ah, sehr schön. Vorne ganz knapp getroffen, aber wichtiger Shot. Denn das war sein 8. Kill. Und dementsprechend die Radley Walters. So, noch eine Isu und eine Su. Die Su hat hier mit HE geschossen, hat ihm den Fahrer rausgenommen. Aber er konzentriert sich jetzt einfach trotzdem weiter auf die Isu. Auf die Su. Isu kommt vor, wollte hier den Schuss machen, hat aber daneben geschossen und jetzt ist es easy doing. Ob der Fahrer jetzt am Start ist oder nicht, ist scheißegal. Jetzt wird noch ein Schuss. Nein! Da gibt's nicht. Der letzte Schuss. Aber jetzt kriegt er den Nachschuss. So, zack. Und noch 59 HP, die ihm da fehlen. Schade, dass er nicht den Kill machen darf, aber trotzdem. 5687 Damage in einem 8er Light auf einer Karte, die nicht unbedingt die beste Scouting-Karte ist. Muss man einfach sagen, Chapeau, Hut ab. Und das sind nicht einmal 6 Minuten. Das muss man erstmal nachmachen. Mir hat es gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.